Herzlich willkommen zum 9. Teil bei Unglaubliche Schätze. Wir sind heute in den Wäldern von Lörrach unterwegs und sind gespannt, was wir alles entdecken können. Viel Spaß beim Anschauen. Und hier haben wir wieder Trameten, frische Trameten. Ich habe schon viel davon gehört, aber bisher haben wir hier noch keinen gefunden, der Pfifferling. Deshalb freue ich mich sehr, den ersten Pfifferlingsfund diesen Jahres hier zu finden. Jetzt schauen wir uns das mal an. Und hier ist er. Und das ist und das heißt, die Pfifferlingssaison ist eröffnet. Wunderbar. Anfang Juni. So kann es weitergehen. Eine Weinbergschnecke. Na sowas. Hallo. Mir fällt auf, dass in letzter Zeit doch einige Weinbergschnecken wieder im Wald zu sehen sind. Sehr schön. Und hier noch ein schönes Exemplar mit Schneckenhaus. Die Schnecken mit den Schneckenhäusern kommen wieder. Das ist doch mal eine gute Nachricht. In den letzten Jahren waren sie doch eher rar vertreten. Jetzt sieht man sie häufiger. Prima. Das sind Trameten. Sind die frischer? Das sind ganz frische Pilze. Dreh mal den Bauch. Noch mehr, sehr viele. Oh, was haben wir denn da? Lass uns mal schauen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ein Schwefelporling! Prima! Den unteren könnte man verwenden. Wir haben aber genug Schwefelporling, deshalb brauchen wir es nicht. Die sind schon sehr weiß, das heißt schon zu alt. Ja, auch wenn man drunter guckt. Sie sind nicht mehr schön. Aber der Schnecke, der schmeckt und der darf es auch gerne schmecken. Und das ist der zweite Fund. Ich bin echt begeistert. Der zweite Schwefelporlingsfund. Kurz hintereinander. Und an der Stelle möchte ich mich auch gleich verabschieden
für diesen Teil. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr habt einiges mitnehmen können. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen hoch von euch und natürlich über ein Abo. Bis zum nächsten Mal.